Denn der eine von den beiden, Robin Baumeister, feiert heute hier mit euch zusammen Geburtstag. Also holt das Geburtstagskind und seinen Partner auf die Bühne. Team Mia Scotty! Schön. Mach weiter! Danke. Danke. Auch im Namen meiner Eltern. Im Namen meiner Großeltern. Und im Namen von J.J. Clooney. Schnauze da hinten. Text. Text. Jetzt mal wieder ernst. Ja, aber nicht so ernst eigentlich. Doch, es geht um Liebe. Ja. Im weitesten Sinne. Das ist ein sehr romantischer Text. Das ist ein schlimmer Text für mich. Ja, für mich nicht. Weil da sind ganz viele schlimme Wortspiele, schlechte Wortspiele von ihm. Ja. Alle Wortspiele, alles was gut ist. Aber da müssen wir jetzt zusammen durch. Ihr und ich und er hat Spaß. Ja, also ich gebe euch mal eine Kostprobe. Das ist so, treffen sich ein Kuckuck und ein Hai. Sagt der Hai Kuckuck, sagt der Kuckuck Hai. Das liegt, ist noch liegt Niveau. Weit, so. Weit über allem, was jetzt kommt. Ich entschuldige mich bei der deutschen Sprache und allen Leuten, die versucht haben, mir diese beizubringen. Und bei allen Fischen dieser Welt. Denn darum geht's. Der Text Liebe heißt Underwater. Unter Wasser. Ich sitze in einer Bar und bin nervös. Wieso habe ich mich auf dieses blöde Speed-Dating eingelassen? Gleich geht es los. Wir sind 8 Männer und 8 Frauen. Jeder Mann sucht sich einen Tisch, dann setzen sich die Frauen dazu. Alle 5 Minuten wechseln die Frauen den Tisch. Ich denke an den blödesten Ratschlag, den Jan mir jemals gegeben hat. Wenn du mit einer Situation überfordert bist, dann stell dir vor, du wärst im Meer. Das funktioniert. Natürlich ist das wie so oft absoluter Schwachsinn. Aber trotzdem höre ich seine Stimme in meinem Kopf, wie sie Meeresrauschen imitiert. Eine hübsche kleine blonde Frau mit dunklen Augen setzt sich mir gegenüber. Es geht los. Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich sie begrüßen soll, also sage ich einfach: Oh, guten Abend, wie geht's? Sie sagt: Hi. Willkommen. Alles gut. Ein Sauerstoffzelt für den jungen Mann in der zweiten Reihe. Bitte. Wir müssen durchkommen mit dem Text. Wir kommen ins Gespräch. Sie ist sehr sportlich. Sie mag Skifahren. Karpfen. Und liest gerne Bücher von Jane. Austern. Ich bin völlig überfordert und kann nur zustimmend muscheln. Dann ist die Zeit schon vorbei. Die nächste Frau kenne ich irgendwoher. Sie schaut mich mit einem erkennenden Lächeln an und sagt: Hallo, Robin. Wie war noch gleich ihr Name? Anne, Mone oder Garnele. Es fällt mir nicht mehr ein. Das war noch gar nichts. Es fällt mir nicht mehr ein. Wir übergehen die Vorstellungsfloskel und sie legt direkt los. Was bist du für ein Sternzeichen? Zwilling. Nein. Krebs. Nein. Wassermann? Nein. Fische. In Ordnung. Wir reden 5 Minuten belangloses Zeug. Dann ertönt die Klingel. Ich gehe dann mal weiter, sagt sie, und ich nur: Oh. Koi. Ganz langsam werde ich entspannter. Trotzdem kann ich mich kaum auf die Gespräche konzentrieren. Wenn ich überfordert bin, springe ich ins Meer. Hier ist alles leicht. Ich schwebe einem glücklichen Wal hinterher. Das reicht. Ich muss mich jetzt konzentrieren, bitte. Unter Wasser muss und kann man nicht sprechen. Es glitzert, wenn Sonnenstrahlen sich in Wellen brechen. Ich habe schon die 6. Frau vor mir. Sie erzählt von ihrem Tauchurlaub in der Karibik. Ich lasse mich von Korallen fallen, hüte Seepferdherden. Ich treibe schwerelos, denn ich kann mich nicht beschweren. Schwimmen ist wie Fliegen ohne Absturzgefahr. Ich sehe ein Wrack, das früher mal ein Robin war. Ich bin frustriert. Die nächste Frau ist nett, sexy.
Sie ist ganz sicher nicht... mehr Jungfrau. Aber es funkt einfach nicht. Dann kommt die letzte Frau an den Tisch. Wow. Sie ist einfach perfekt. Ich starre sie an, während sie in Zeitlupe auf mich zuläuft. Ich schwitze und werde noch angespannter. Sie sieht die Panik in meinem Blick und fragt mich... Alles klar bei dir? Ich nicke. Dankeschön. Sie hat bei der Frage die Hand auf meine gelegt und ich möchte, dass er die Hand nie wieder wegnimmt. Sie ist der Hammerhai. Ich möchte für sie der Welt in der Brandung sein und würde für sie alles tun. Fisch. Weil wir in der letzten Runde sind, muss sie nach 5 Minuten nicht wechseln. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber sie bleibt. Wir waren in unserer eigenen Welt gefangen. Wir lachten so stark, dass die Tränen flossen. Stör. Geräusche gab es nicht. Kennst du das, wenn Sprache dir Schmerzen bereiten kann? Ja. Am Nachbartisch fiel eine Kerze um und entzündete die Tischdecke. Aber wir bekamen davon nichts mit, bis wir es rochen. Ich sprang auf und versuchte, die Flammen mit meinem Feuerschwanz Hemd, mit meinem Hemd auszuschlagen. Aber es funktionierte nicht. Da kam auf einmal ein Mann mit einem Feuerlöscher, schubste mich beiseite und löschte die Flamme. Mein Date schaute ihn bewundert an. Ich dachte nur, so ein Bund Arschloch. Natürlich strand er jetzt super da. Es war zwar nur ein kleines Feuer, aber alle taten so, als hätte er gerade ein Katzen- und ein Menschenbaby aus einem brennenden Hochhaus gerettet. Ich habe mir den Kopf gestoßen und... Seesterne. Thorsten. Thorsten, der tolle Feuerwehrmann, setzt noch einen drauf und lädt die ganze Gruppe zu sich in sein Haus ein. Alle außer mir fanden die Idee gut, also schwamm ich mit dem Strom. Thorsten ist der tollste Mensch der Welt. Thorsten. Er hat das größte Haus der Welt, den besten Job der Welt, die beste Weinsammlung der Welt, das größte Ego der Welt. Er hat keine Sprachschwierigkeiten. Ich mag ihn nicht. Stundenlang unterhält er die ganze Gruppe, bis ein Mann nach dem anderen das Feld räumt. Dann gehen die Frauen, bis auf eine, meine, Nemo, an mich selbst. Thorsten ist ein Arschloch. Als er auf Toilette geht, sind wir endlich wieder allein. Sie fragt mich, warum ich die ganze Zeit so still bin. Das ist meine Chance. Ich fühle mich nicht wohl dabei, aber diese Situation befordert mich und erfordert einen drastischen Schritt. Ich schaue sie an, hole tief Luft und setze alles auf Blau. Wenn ich überfordert bin, springe ich ins Meer. Hier ist alles leicht. Ich schwebe einem glücklichen Wal hinterher, bis es uns beiden reicht. Schwimmen ist wie Fliegen ohne Absturzgefahr. Ich sehe ein Wrack, das früher mal ein Kriegsschiff war. Ich wäre jetzt gern mit dir am Strand, sage ich, und sie gibt mir die Hand. Seeelefant. Das steht hier nicht. Unsere Liebe blieb nicht lange. Fisch. Leider. Lachs. Uns Freude bleiben. Bot ich ihr an. Es sieht so aus. Das müsste ich weiter nach hübschen Marianne graben. Dankeschön. Das waren unsere Freunde des maritimen Speed-Dating. Das waren Team B Up Scotty. Es fällt mir nicht mehr. Das war noch gerade. Es fällt mir nicht mehr ein. Wir übergehen die Vorstellungsfloskel und sie legt direkt los. Was bist du für ein Sternzeichen? Zwilling. Nein. Krebs. Nein. Wassermann? Nein. Fische. In Ordnung. Wir reden 5 Minuten belangloses Zeug. Dann ertönt die Klingel. Ich gehe dann mal weiter, sagt sie und ich nur, oh. Koi. Ganz langsam werde ich entspannter. Trotzdem kann ich mich kaum...